Servus Mädels, das Oktoberfest steht mal wieder vor der Tür und das wird ja mittlerweile nicht nur in Bayern gefeiert. Jetzt hat vielleicht nicht jede von euch den Schrank voll mit Dirndln und Trachtenmode und ihr fragt euch vielleicht, was soll ich anziehen? Mein Tipp, schaut doch einfach mal in euren Kleiderschrank. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Teile sich da finden, die sich mit ein bisschen handwerklichem Geschick und ein paar Zutaten in ein Trachtenteil verwandeln lassen. Wie ich dieses Outfit nur mit den Sachen aus meinem Schrank, ein paar Bändern, Spitze und Knöpfen selber gemacht habe, das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ihr braucht dafür einfach nur ein bisschen Spaß am Nähen und etwas Kreativität. Lasst euch von der aktuellen Trachtenmode und den Sachen, die ihr im Laden so findet, inspirieren. Okay, am besten ihr nehmt euch einfach alle Sachen mit, schnappt euch, was ihr so in eurem Kleiderschrank gefunden habt und nehmt das mit in den Laden, probiert einfach aus, legt die Sachen auf und dann seht ihr am besten, was dazu passt und kriegt vielleicht auch noch die ein oder andere Idee. Ja, und das ist jetzt meine Ausbeute aus den verschiedenen Läden. Ein Stoff mit Hirschmotiv, ein elastischer Bund mit Rüschenkante, eine dehnbare Organza-Rüsche, Satinband, zwei verschieden breite Samtbänder, Spitze und natürlich ganz wichtig, verschiedene Knöpfe. Verändert habe ich diese Weste, einen Leinenrock im Skaterstil und eine Strickjacke mit Zopf- und Lochmuster. Es geht los mit der Weste. Die Weste verziere ich mit Spitze, Satinband und ein paar silbernen Trachtenknöpfen. Die Spitze allein war mir auf der hellen Weste ein bisschen zu langweilig. Und deshalb habe ich ein farbiges Satinband benutzt, das ich mit einer Sicherheitsnadel dann einfach Stück für Stück durch das Lochmuster durchgezogen habe. Und wenn alles durchgezogen ist, dann kann es auch schon losgehen mit dem Aufnehmen. Zuerst wird die Spitze knappkantig aufgesteppt. Diese Weste wird jetzt vorne mit Haken und Ösen geschlossen und deshalb muss ich an der Stelle, wo die Ösen kommen, ganz langsam mit der Maschine drüber nähen und mit dem Handrad arbeiten, damit die Nadel nicht abbricht. Dann steppe ich einmal rundherum bis zu der Stelle, wo die Haken kommen. Da muss ich dann einmal absetzen und verriegeln, weil man über die Haken nicht drüber nähen kann. Das offene Stück werde ich später dann mit der Hand annähen. Hinter den Haken einfach wieder ansetzen, bis zum Ende nähen und verriegeln. Danach die andere Seite der Spitze feststeppen, dabei einfach knapp am Rand der Spitze nähen. Wenn hier jetzt mal zu viel Material ist, weil es um die Ecke geht, dann einfach an der Spitze eine kleine Falte legen. Diesmal kann ich auch ohne abzusetzen komplett einmal um die ganze vordere Kante steppen, weil ich genug Abstand zu den Haken habe. Am Ende wieder verriegeln, fertig. Dann kommen jetzt die Knöpfe. Ich habe mir hier einen Trachtenknopf mit Stiel ausgesucht, die ich nur zur Zierde aufnähe. Knöpfe am besten immer mit einem doppelten Faden aufnähen und am Ende natürlich einen Knoten rein. Der Vorteil von Stielknöpfen ist, dass sie sich sehr leicht und schnell annähen lassen. Ihr geht einfach ein paar Mal durch den Stoff und den Stiel und am Ende vernäht ihr das Ganze dann auf der Rückseite nur mit ein paar Stichen. Dabei zum Schluss nochmal den Faden durch die Schlaufe ziehen und dann die Fäden abschneiden. Jetzt nur noch die Lücke an der Spitze schließen. Das mache ich mit einem ganz einfachen Handstich, indem ich immer mit der Nadel durch die Spitze und den Stoff gleichzeitig steche und mich so vorwärts arbeite. Wenn ihr keine Nähmaschine habt, könntet ihr so zum Beispiel auch die komplette Spitze aufnähen. Am Ende natürlich den Faden vernähen und damit ist die Weste auch schon fertig. Als nächstes kommt der Rock.
damit der Leinenrock so etwas zu kurz und auch zu langweilig war, habe ich unten einen anderen Stoff angenäht, so wie man das auch bei vielen Trachtenröcken sehen kann. Dieses Stück werde ich dann noch an der Saumkante mit einer Organza-Rüsche verzieren und zusätzlich zwei schmale Samtbänder aufnähen. Den weißen Bund werde ich gegen einen farbigen ersetzen. Es geht los mit der Rüschenborte. Den Stoff habe ich vorher an der Saumkante versäubert, weil er in meinem Fall zu dick ist, um ihn doppelt zu legen, und steppe deshalb die Rüsche so auf, dass die Overlocknaht von der Oberseite verdeckt ist. Weil die Rüsche dehnbar ist und sich deshalb der Stoff kräuseln könnte, lege ich die Borte unter den Stoff, sodass ich die Gummikante beim Nähen nicht ausdehnen kann. Jetzt nähe ich den Stoff an das Rockteil, damit ich den Stoff auch offen ansetzen kann und ihr besser sehen könnt, was ich da mache, habe ich die einzige Naht von dem Rock, die hinteren Mitte, vorher aufgetrennt und kann jetzt beide Stofflagen schön glatt rechts auf rechts aufeinanderlegen und zusammennähen. Jetzt müssen die Kanten der beiden Stofflagen nur noch versäubert werden. Wenn ihr keine Overlockmaschine habt, geht das natürlich auch mit dem Zickzackstich eurer Haushaltsmaschine. In meinem Fall muss ich dann außerdem noch die beiden hinteren Stoffkanten einzeln versäubern. Durch das Gegensteppen der Nahtzugaben spart ihr euch schon mal einen Bügelgang. Ich lege also beide Nahtzugaben in die Richtung des dünneren Stoffs und steppe knappkantig direkt neben der Naht. Dabei ziehe ich die Stoffe mit den Händen gleichmäßig auseinander. Das erste Samtband lege ich dann genau an die abgesteppte Kante. So lässt es sich praktisch von der Nahtkante geführt ganz unproblematisch aufsteppen. Da das Samtband sehr schmal ist, kann ich genau in der Mitte des Bands nähen. Für das zweite Band habe ich mir im Abstand von 3 cm mit einem Trickmarker eine Linie aufgezeichnet, die später auch verschwindet. Beim ersten Versuch, das Samtband aufzunähen, hat sich leider der relativ dünne Leinenstoff so extrem gewellt, dass man es auch mit Bügeln nicht wegbekam und ich damit überhaupt nicht glücklich war. Also habe ich mir aus einem DIN A4 Blatt ein paar Streifen geschnitten und die dann beim Nähen nach und nach unter den Stoff gelegt, sodass er sich nicht so stark zusammenziehen konnte. Dafür habe ich ganz normales Druckerpapier benutzt und das hat echt super funktioniert. Das Samtband lege ich genau auf die angezeichnete Linie und steppe wie schon beim ersten Band genau in der Mitte. Die festgenähten Papierstreifen werden natürlich am Ende wieder entfernt. Das geht auch super easy, denn die Nadel hat das Papier ja praktisch schon perforiert und deshalb lässt es sich dann ganz einfach links und rechts von der Naht abreißen. Dann kann jetzt gebügelt werden. Ganz wichtig beim Bügeln, wenn ihr unterschiedliche Materialien in einem Teil habt, ist, dass ihr die Temperatur immer an das Material anpasst, das am wenigsten Hitze verträgt. Also lieber erstmal auf kleiner Stufe bügeln. Jetzt fehlt nur noch der Bund. Nach dem Zuschneiden auf die passende Länge versäubere ich zuerst beide Schnittkanten. Dann kommt die Weitenverteilung am Bund und Stoff. Dafür habe ich die Strecken geviertelt und mir als Markierung in beiden Teilen immer eine Nadel gesteckt. Ihr könnt natürlich auch mehrere Markierungen machen, also die Strecke zum Beispiel achteln. Dieses Bündchen hat jetzt eine praktische Rüschenkante, an der man den Stoff direkt knappkantig annähen könnte. Ich werde aber das Rockteil genau hinter der Rüsche annähen, weil ich sehr viel Stoff unterbringen muss. Ich lege also die Rüschenkante genau 2 cm über die Stoffkante und nähe dann in der Mitte, sodass ich 1 cm Nahtzugabe am Stoff habe. Jetzt wird es etwas knifflig, denn ihr müsst das Bündchen mit der einen Hand ziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand nach vorne schieben. Wenn das nicht sofort klappt, lasst euch nicht frustrieren, übt das einfach vorher ein bisschen, dann kriegt ihr den Dreh auch relativ schnell raus. Am besten zieht ihr euch am Anfang die erste Markierung am Bund auf die am Stoff, also Nadel auf Nadel, um besser abschätzen zu können, wie doll ihr eigentlich ziehen müsst. Ganz wichtig beim Ziehen noch ist, dass die Nadel in dem Moment in dem Material steckt, sonst verzieht ihr euch das Ganze und ihr müsst dann wieder neu ansetzen, was nicht so einfach ist, weil der Stoff davor ja schon gekräuselt ist.
So arbeite ich mich jetzt von einer Markierung zur nächsten. Dabei die Stecknadeln kurz vorher entfernen, damit euch die Maschinennadel nicht abbricht. Die Nadeln müssen sich nicht genau auf den Millimeter treffen, aber zu weit weg voneinander sollten sie auch nicht sein, sonst kommt ihr am Ende mit den Strecken nicht hin. Wenn ihr alle Materialien, so wie ich, offen angenäht habt, dann müsst ihr jetzt nur noch die hintere Naht schließen und dabei darauf achten, dass sich die Bänderbund- und Stoffübergänge treffen, also da später kein unschöner Versatz zu sehen ist. An den Stellen könnt ihr euch natürlich auch ein paar Nadeln stecken, damit ihr besser trefft. Ich habe meine Schneiderausbildung aber in der Industrie gemacht und deshalb bin ich es einfach gewohnt, kaum Nadeln zu stecken. Vielleicht ist euch das schon in den vorigen Schritten aufgefallen. Jetzt nur noch die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Dabei auf keinen Fall die Rüsche platt bügeln. Am Bund habe ich die Nahtzugaben vorher noch zusätzlich füßchenbreit flach gesteppt, weil sich's da an der Stelle nicht so gut bügeln lässt. Fertig ist der Rock. Ja, jetzt fehlt ja nur noch die Jacke. Und eine Strickjacke mit Zopfmuster passt immer super zu einem Trachtenlook. Verziert habe ich jetzt meine Jacke mit Samtbändern, Knöpfen und kleinen Satinrosen. Am Bündchen war vorher so ein Wollband eingezogen, das tausche ich jetzt gegen das eine Samtband aus. Mit einer Sicherheitsnadel ziehe ich das Band dann einmal von einem Ende zum anderen durch. Der Vorteil von Samtband ist, dass die Oberfläche etwas bremst, das heißt, es verrutscht nicht so schnell in dem Strick und bleibt auch an der gewünschten Stelle. Die Jacke hat ja so ein Lochmuster noch und das eignet sich natürlich super, um da auch wieder ein Band durchzuziehen. Hier habe ich das gleiche Samtband wie am Rock benutzt und ziehe es auch wieder mit der Sicherheitsnadel von oben nach unten durch. Dabei nicht zu stramm ziehen, damit sich nachher der Strick nicht wellt. Das habe ich natürlich auch noch auf der anderen Seite gemacht. Damit das Band nicht rausrutscht, muss es jetzt noch vernäht werden. Dafür klappe ich das Ende einmal um, sodass eine Schlaufe entsteht und nähe das Ganze dann mit ein paar Stichen auf dem Band fest. Dann alles schön glatt ziehen und auch am anderen Ende vernähen. Das überstehende Band könnt ihr einfach abschneiden. Um den Trachtencharakter der Jacke noch zu unterstreichen, tausche ich die Knöpfe aus. Zum Annähen bei Strick ist so ein Stopfgarn perfekt, weil es einfach mehr Volumen hat und deshalb nicht so in den Strickmaschen verschwindet wie ein ganz normales Garn. Auch für die Jacke habe ich mir wieder einen silbernen Trachtenknopf mit Stiel ausgesucht. Der lässt sich schnell annähen und passt später auch gut zur Weste. Noch ein Tipp, wenn ihr mal Knöpfe austauscht, lasst einfach die abgeschnittenen Fäden von den alten Knöpfen so lange stehen, bis ihr mit eurer Nadel und dem Faden die richtige Position gefunden habt. Den Faden habe ich wieder doppelt genommen, das spart mir etwas Zeit, weil ich nicht so oft durch den Knopf durch muss. Als i-Tüpfelchen habe ich mir jetzt noch überlegt, ein paar kleine Satinblumen aufzunähen. Auf vielen Trachtenstrickjacken findet man ja Blumenstickereien, aber Sticken ist natürlich sehr aufwendig und deshalb habe ich solche kleinen Satinrosen, die man auch fertig kaufen kann, auf dem Zopfmuster angenäht. Dafür habe ich wieder das Stopfgarn genommen und die Blümchen ganz einfach wie auch einen Knopf angenäht. Ich finde, das gibt der Jacke jetzt nochmal den letzten Kick. So, damit ist das Outfit jetzt komplett. Ihr seht, wenn man Spaß am Nähen hat, kann man mit ein paar verspielten Details aus vielen Kleidungsstücken ein tolles Trachtenteil machen. Am Ende habe ich mir noch aus dem Reststoff, den ich noch hatte, diese kleine Tasche genäht, aber das zeige ich euch lieber in einem anderen Video. Wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, euch auch euer ganz persönliches Oktoberfest-Outfit selber zu nähen, dann schaut euch doch einfach noch mein Video vom letzten Jahr an. Da habe ich auch noch ganz viele Anregungen für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage jetzt Pfiat die, macht's gut!